Ja, hallo liebe Camping-begeisterten Zuschauer. Jetzt endlich mal wieder ein Video, wonach sich viele immer wieder sehnen. Ein nagelneues Fahrzeug, ein Kastenwagen und auch mal was ganz anderes als Adria. Also ich bin jetzt hier gerade an meinem geliebten Giftener See in der Nähe, wo ich wohne. Hier stehe ich öfter mal und dann habe ich hier spontan dieses Fahrzeug entdeckt. Und ja, der kennt mich auch noch, der hat mich auch schon lange geschaut, hat sich aber keinen Adria gekauft, sondern ein Admiral. Und dieses Fahrzeug ist gerade ganz nagelneu gekommen, der Mobilwetter. Und da gucken wir jetzt mal rein und werden ein paar Fragen beantwortet bekommen. Wir sind da mal ganz offen und transparent. Hallo erstmal, du bist ja der Besitzer, darf ich dich auch filmen? Ja, okay. wir haben ja schon kurz über den Preis gesprochen, das interessiert die Zuschauer ja immer. Mhm. Wie kann man sich heutzutage so ein Auto kaufen? Bestellt oder direkt gekauft? Gesucht. Gesucht im Internet über die verschiedenen Börsen und bin dann halt bei einem Händler hängen geblieben. Ja, und der hatte einen vorrätig auf dem Hof stehen, angerufen und hingefahren und gekauft. Ja, weil heute warten die Leute 2,5 Jahre aufwärts auf ihr Auto. Ja, genau. Und dann heißt es storniert und gibt es nicht mehr und so. Und dann gibt es ein Auto noch nagelneu, was man kaufen kann, ja. So was da fertig steht. Ja, genau. Also das ist ein Glücksfall, würde ich mal sagen. Ja, das sind gerade 2 da stehen gehabt. Ja, und du hast mir auch den Preis verraten, gleich am Anfang hier. Ja, schon heftig. Ne? 82. Aber 82. Muss man sagen. Mit aber auch ein bisschen Ausstattung alles dabei. Ne? Ja gut, aber noch ohne Television und ohne Markise und ohne Solar. Mhm. Okay. Liebe Zuschauer, das geht jetzt direkt los hier. 82.000 Euro für ein Fiat Ducato 8 mit Automatikgetriebe und echt geiler Ausstattung. Ich war selber noch nicht drin, habe nur mal vom Rand reingeguckt und wir dürfen eine Mini-Roomtour machen mit dir zusammen. Also von außen erstmal, du hast hier Maxi-Chassis, mhm. Und ja, wie gesagt, das Wandlergetriebe und ansonsten von außen, glaube ich, alles auch so Standard. Ne? Genau. So sieht der erstmal von außen aus. Wir gehen einmal eine Sekunde rum und dann lande ich wieder an deiner Schiebetür und wir gehen mal rein. Dein Sunroof, kann man das eigentlich öffnen? Nein, das ist kann man nicht. Offen. Das ist Glas. Okay, bei Pössl kann man das ja öffnen, mhm. Aber bei dir ist es zu und bei uns auch, bei Adria. Mhm. Heißt das auch Sunroof oder Skyroof? Skyroof, mhm. Mhm. Genau. Und das ist halt Glas, ne? Ja. Ja, geil, ne? Und dann hast du hier natürlich, gibt es ja auch schon den Voll-LED-Scheinwerfer, aber nicht. Sehe, du hast hier noch, du hast die Osram Nightworker reingemacht. Genau, richtig. Selber, ne? Mhm. Okay, der Voll-LED-Scheinwerfer von Fiat. Ich weiß nicht mehr genau, was er kostet. Ja, ist, aber arschteuer. Mhm. Man muss ja auch sagen, du hast den ja nicht konfiguriert, sondern direkt so gekauft. Ist so wie er war. Mhm. Genau. Da hatte das Arctic-Paket dabei. Arctic-Paket, ja. Mhm. Wie gesagt, wir gehen sofort rein. Ich gehe nur einmal rum. Von außen gibt es wahrscheinlich nichts mehr groß zu sagen. Weil du machst selber noch das eine oder andere. Soganlage kommt vielleicht noch rein. Ne, dein Hundeaufkleber ist schon drauf hier. Du hast einen Hund. Ist er dabei? Nee, der ist nicht dabei. Nee. Mhm. Das ist die Originalbeklebung, ne, von Admiral? Das war nicht meine Frage. Ja, den Streifen und das Rot, das habe ich noch nachträglich. Und den Chrom habe ich uns selber nachträglich mit reingezogen. Okay. Original ist nur dieser eine Chromaufkleber. Mhm. Der ist ja schön dezent schlicht gehalten, muss man sagen. Ja. Bis auf deine eigenen Aufkleber jetzt, die aber auch echt geil aussehen. Ja, hier ist noch wahrscheinlich eine normale Tedford-Toilette drin, ne? Genau. Ist ja wahrscheinlich gerade abgeschlossen, aber das kennt ja jeder. Dann hast du hier eine Gasheizung von Truma. Das keine ist Dieselheizung. Eine Dieselheizung von Truma. Die Truma, die gibt es nur noch mit unten jetzt. Egal, ob ja, geil. Oder Gas. Davon habe ich nämlich gehört. Aber ich habe es ihr nicht angesehen. Auf den zweiten Blick sieht man es tatsächlich. Nichtkenner denken immer nur gleich rund, Truma, Gasheizung. War ja immer so. Ja, genau. Und da unten so ein Auslass Dieselheizung. Aber jetzt hat ja Truma sowas. Genau. Ja, natürlich geil, ne? Die Dieselheizung rund. Mhm. Ja, und dann hast du die Standard 16 Zoll. Dinger hier und die Agilis, so werden eigentlich alle Kastenwagen ausgeliefert, ne? Adria auch. Ja, und hinten, der war schon dabei, der Thule Elite XT Venn Heckfahrerträger. Die habe ich anbauen lassen. Achso, anbauen lassen. Mhm. Die Hängerkupplung auch. Anhängerkupplung auch geil. Und das alles bei den 82 ungefähr zusammen, ne? Ja. Rückfahrkamera, war die dabei? Ja, da war auch dabei. Mhm. Ja, cool. Und jetzt gehen wir rein. Von innen, jetzt wird es echt spannend. Das Ding kann sich sehen lassen. Die Optik, guck mal, lasst mal wirken, liebe Zuschauer, wenn die Tür aufgeht. Der erste Eindruck, wie der so kommt, wenn man die Tür aufmacht. Wumms. Jetzt hältst du dazu. Ja. Soll ich dir sagen, was ich gedacht habe, als ich da vorhin einmal kurz reingeguckt habe? Ich war selber noch nicht drin. Mein erster Gedanke war, oh, Robeta, Apollo.
Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. So richtig arschteuer. Mhm. Und sieht von innen edel aus. Und so kam mir das vor, als ich reingeguckt habe. Ja, und jetzt darf ich reingehen? Ja, sicher. Geil, cool. Was haben wir denn hier? Der Fußboden erstmal. Sieht aus wie auf dem Schiff. Das ist alles mega hell. Ich hoffe, das bleibt auch so schön hell und sauber. Und aber es sieht einfach nur geil aus. Die Küche, um gleich mal wenige Details einzufangen, hat, das sieht aus wie Granit, ist aber... Ja, das ist so ein besonderer Stoff, so Kunststoff, ne? Ja, und dann hier Getränkehalter, aber genau. Die gehen wahrscheinlich nur, wenn man steht, wenn man fährt. Nicht, ja, sieht zu viel. Genau, zeig mal, was haben wir denn hier? Deine Küche. Oh, zum Ausziehen. Mhm. Krass. Ist aber kein Kühlschrank, ist nur einfach... Nee, ist nur, genau. Ja, aber sieht schon geil aus, so von der Optik. Kann man dann die Küche dann noch aufklappen. Ah, ja, präsentier mal ruhig. Weil ich kenne mich mit dem Modell nicht aus, muss ich zugeben. Ich bin das erste Mal hier in diesem Auto. Okay. Ja, geil. Das ist ja sonst immer hier, ne? Mhm. Und dann ist bei dir, ich darf das hier einfach mal hochmachen. Ja, hier hast du Schutz drauf. Genau, machen ja viele. Einfach hochmachen. Sieht dann hier so aus. Zur Not könnte man dann auch die Arbeitsfläche sozusagen einfach... Ja. Verlieren. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ist das keine Piezo? Doch, Piezo. Aber nein, das glaube ich jetzt ja nicht. Das Ding, bam, das wird heute noch gebaut. Ja, das wird noch gebaut. Das kostet 5 Euro, dann geht das hier und nicht bam. Okay, das ist aber krass, aber das muss ich auch trotzdem mal filmen. Ja, also geil, danke. Ja, vorne eine Sekunde mal erstmal hier Fiat 8, ne? Völlig geil. Du hast das Alpine oder Alpine. Alpine, genau. Hammer. Und... den schönen Bildschirm in der Mitte. Also der ist schon geil mit dem Wandlergetriebe, ne? Ja. Eigentlich ist das ja wie beim Fiat 7, nur dass das Cockpit ein bisschen anders ist. Also so viel hat sich jetzt auch nicht geändert. Nur halt komplett die Lüftungsdüsen, das Cockpit anders, das andere Lenkrad und natürlich das viel bessere Tacho-Design mit dem Bildschirm. Aber ansonsten ist, glaube ich, das 9-Gang Wandlergetriebe genau gleich wie bei seit 2020. Die Lüftungsschlüssel haben sich, glaube ich, etwas... Genau, die Lüftungsschlüssel, die haben... Mhm. Ja, das kann man ja nicht öffnen, deinen Sunroof. Nee. Jetzt mal hier oben, genau. Mhm. Der hat aber keinen Bildschirm hier, ne? Der hat nur... Der hat nur einen normalen. Mhm. Okay. Ja, deine Truma kann man noch mit einer Netbox nachrüsten. Hast du wahrscheinlich aber nicht, ne? Mhm, nee. Ja, deine Dinette gucken wir hier nochmal kurz an. So sieht die hier aus. Deinen Tisch kann man umklappen. Dreifach. Mhm. Also so, ganz schmal so und den auch noch raus, ne? Genau. Mhm. Und deine Sitze sind eigentlich empfindlich, ne? Findest du nicht? Ja, geht eigentlich. Ich konnte recht gut abwischen. Den hast du selber noch nachgerüstet, oder? Genau, genau. Ah, okay. Mhm. Ja, krass. Deine Mülleimer da, das ist auch so ein praktisches Detail. Hier. Mhm. Genau, ja. Amazon. Da hast du den hingehängt, ja. Geil. Dürfen wir deine Schränke reingucken? Ah, wie tief der Schrank halt ist, ne? Ja. Nur mal so... Oh, ich dachte, der wäre tief. Der ist ja gar nicht so tief. Die sind bloß klein. Die hinteren sind dann größer. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die doch so schmal sind. Mhm. Ja. Und dann hast du hier, aber der ist tiefer, der Küchenschrank, ne? Ja, aber auch nicht groß. Mhm. Ja, okay. Naja, immerhin. Die Flasche passt so längs rein. Mhm. Ja, und dann der Kühlschrank, den haben sie ja fast alle, ne? Von ja, Tedford. Genau. Mhm. Aber, oh, du hast den großen, der geht da, bis nach ganz unten. Oh, darf ich den einmal öffnen? Ja. Zu dreist muss ich sein. Ein riesen Kühlschrank von ganz oben nach unten. Da geht natürlich was rein, ne? Alter Schwede. Geil. Aber gerade gar nicht an, ne? Nee, sicher. Mhm. Eisfach. Ja, jetzt ist natürlich interessant, bevor wir nach hinten gucken, dein Badezimmer. Du hast hier eine Tür. Ach ja, die geht da. Ach, heißt das, du kannst hier die Tür auch so zumachen, dass du hier einen eigenen Raum hast? Oder geht ja, das nicht? Ja, nur weniger eigentlich. Ja. Ja, okay, da oben noch ein Spalt. Ja. Immerhin schlägt die nicht hier an. Früher war das so, hast du die Tür aufgemacht, bei Pössl schlug die gegen die Küche gegen. Ja, dann gehe ich mal in die andere Seite und gucken. Wir gucken mal ins Badezimmer rein. Das sieht schön groß aus. Du hast ja ein richtig tiefes Waschbecken. Allerdings ist unpraktisch, das Spiegel ist schräg. Du kommst mit dem Kopf nicht über den Waschbecken. Ach du Scheiße. Ja, also stimmt, wenn man hier reingeht,
Licht gibt. Hast du schon Strom an bei dir? Ah ja, okay. Ja, das stimmt. Wenn man jetzt hier wirklich rüber geht, der Spiegel geht schräg hoch. Hm. Aber geht vom Platz trotzdem. Nur Kopf drunter halten ist ein bisschen schwierig, meinst du, ne? Hm. Ja, und dann hast du hier deine wunderschöne Ecke, hier auch noch einen Spiegel, das, der war aber drin, ne? Ne, den habe ich noch geklebt. Ach, den hast du nachgeklebt? Und die hier oben? Die waren drin. Die waren aber drin, ne? Mhm. Und dann hast du ein Außenfenster. Hier hast du viel Ablagefläche. Hat nicht jeder Kastenwagen. Mhm. Und deine schöne Toilette hier. Mhm. Aber das kann sich sehen lassen. Aber du hast natürlich keinen Schwenkbad, ne? Du musst dann... Oh, zeig mal. Mhm. Moment. Tipp mal da oben rechts auf diese Push. Ach, das Push habe ich gar nicht gesehen. Und dann rum damit. Ja, geil. Das wollte ich doch mal wissen. Und dann rastet die dann noch rein. Genau. Klick. Mhm. Und da noch ein kleiner Vorhang, damit dahinter das Wasser nicht geht, ne? Mhm. Mhm. Den kann man dann runterklappen vor die Toilette noch. Mhm. Ja, also Halbschwenkbad, würde ich fast sagen, ne? Weil du musst ja doch noch ein bisschen mit Vorhang arbeiten. Aber du kannst es umklappen, das ist geil. Gefällt mir. Und dann kann man einfach wieder ziehen und zurück machen, ne? Ja, jetzt gucken wir hinten nochmal das Bett an. Bist du eigentlich alleinreisend dann mit deinem Hund? Mhm. Achso, dann hast du ja sowieso genug Platz, ne? Ja, genau. Ja, das sieht natürlich geil aus. Okay, die Holzfarbtöne, die sind aber auch wieder neu im Trend. Das ist alles Geschmackssache. Früher hat man ja in diesen Holzfarben gebaut und dann nicht mehr. Und jetzt kommt das wieder zurück. Ne? Dieser Braunton, dieses Holzoptik. Schiffsdesign. Genau, Schiffsdesign. Darf ich da mal gucken, wie so ein Schrank aussieht? Ja. Den muss man, glaube ich, hier drücken. Ne? Mhm. Oh ja, die sind aber dann schön tief. Das geht. Und darunter noch ein Fach. Mhm. Ja, und dann hast du hier oben noch 40x40. Da könntest du Max-Fan einbauen. Also so einen schönen Dachventilator. Mhm. Ja. Also ich fand den sehr interessant. Und geräumig. Du hast ja auch 6,40 Meter. Also ich würde mich hier dann wohlfühlen, muss ich sagen. Ich persönlich finde nur diese dunklen Holzfarben für mich persönlich gewöhnungsbedürftig. Ich mag es halt immer ganz hell und freundlich. Ja. Ich persönlich. Ne? Ein anderer findet das aber richtig edel. Aber du hast da auch grau. Ja, Anthrazit ist ja auch dunkel. Ja, jetzt gehen wir nochmal raus und beantworten 2, 3 abschließende Fragen. Dann ist dieses Kurzvideo auch beendet. Hammer. Hammerfahrzeug. Ja. Ach, hier unten hast du den Grauwasser zum Ziehen, ne? Mhm, genau. An der Stelle. Mhm. Ja. Ja, darf ich einfach mal fragen, wieso Admiral Mobilwetter? Warum nicht? Ja, ich bin ein bisschen so der Typ, so, ich mag nicht die Massen, sondern immer irgendwie ein bisschen irgendwas Besonderes. Gell? Und das stimmt, der ist ein bisschen seltener. Und der ist mal irgendwie ein bisschen ins Auge gestochen. Den habe ich im Internet mal gesehen, bei YouTube, da wurde vorgestellt. Der wird ja, glaube ich, erst seit 22 das erste Mal gebaut. Ja. Und ja, das hat mich irgendwie ein bisschen angesprochen. Ne? Mhm. Und dann war, ich habe Adria war ja auch im Gespräch bei mir. Aber die sind auch teuer geworden. Genau, die sind Adria, auch teuer geworden. Und dann war ich auf der Suche, welches ist relativ schnell verfügbar. Und dann war halt der da gestanden, so wie er ist. Und dann habe ich gedacht, naja, dann nimmst du ihn. Gell? Mhm. Ich war ja eigentlich offen für alles, aber ja. Mhm. Also bei Admiral habe ich überhaupt nicht Preise im Kopf, was der Nack kostet in der heutigen Zeit. Aber alles ist ja teuer geworden. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es jetzt auch noch viel, viel mehr an Ausstattung, was man zusätzlich reinmachen könnte. Dann wäre er auch noch viel teurer geworden. Ne? Ja, man kann ihn auch über 100.000 noch kommen lassen, ne? Mit Klima drin und was. Mhm. Mittlerweile kann man einen Kastenwagen wirklich auf über 100.000 Euro konfigurieren. Das ist krass. Ja. Wenn der mit der Ausstattung, die wir gefilmt haben, 82 kostet, geht das ratzfatz noch teurer. Ja, heftig. Ja, aber du hast hier quasi eine Wertanlage, ne? Obwohl der Nagel neu ist, sagt man ja Wertverlust. Ja, aber genau. Bei mir war es andersrum. 60.000 ungefähr bezahlt. Und jetzt ist er tatsächlich wertvoller, obwohl er älter geworden ist. Ja. Mhm. Voll krass. Und man weiß ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Ich persönlich glaube ja, die Immobilien... Immobilien sei schon. Das ist auch noch ein Thema, die Immobilienblase. Aber die meine ich gerade nicht. Die Wohnmobilblase platzt nicht. Viele sagen ja, die platzt. Ich glaube persönlich, es dauert noch 1, 2 Jahre. Will ja nicht abschweifen. Dann gibt es tatsächlich ein Überangebot von jungen Gebrauchten, weil die Rentner alle sterben und die Fahrzeuge alle übrig sind und andere Gründe da sind. Aber aktuell, 1, 2 Jahre noch, wird das so bleiben mit
teure Preise, Liefermangel, ist meine Meinung. Da hat ja auch jeder eine andere Ansicht. Ne? Ja, stimmt. Ja. Oder warum hast du genau zu den Zeiten, wo es so teuer ist, Inflation und alles, den jetzt gekauft? Ja, das war eine gute Frage. Nee, das hat sich jetzt gerade so ergeben gehabt, weil wir hatten vorher einen voll integrierten gehabt und der war uns einfach zu groß und zu unpraktisch. Und ich wollte einfach was, wo ich flexibler. Geil. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe einen teilintegrierten gehabt, Wohnmobile, und jetzt habe ich einen Kastenwagen. Ja. Du hast es auch so gemacht, ja? Ja. Nee, es war einfach, ja. Das hat sich so ergeben. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir uns den angucken konnten. Ganz viel Spaß damit. Vor allem, wenn er neu ist, wie jetzt. Wie viele Wochen hast du den jetzt? Ja, das seit 1. Mai. Seit 1. Mai. Ja. Also gerade am Anfang, ne? Erster Sommer gleich. Vor allem, du hast den am 1. Mai. Viele kriegen den im November, Dezember, dann ist Winter. Und du hast den genau zu Saisonbeginn gekriegt. Geil. Bist du auch schon ein bisschen rumgefahren? Ja, ich habe schon seit 6000 Kilometer fast drauf. 6000 Kilometer? Ja, also zweimal am Wörthersee. Hammergeil. Ja, genieß dein Auto, behalte es vor allem. Ne? Dankeschön. Und lass ihn heile. Und ich finde ihn schick. Ne? Also die Farbe, wie gesagt, mit dem Holz. Okay, Schiff, wie du sagtest. Ja. Ich finde es trotzdem geil. Vor allem hat nicht jeder das, ne? Hat nicht jeder das, genau. Dann sage ich schon mal tschüss, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Video und bis dahin.